Vor ungefähr ziemlich genau einem Jahr habe ich ein Video gedreht zu diesem Buch. Trigger von Wolf Dorn. Ich habe euch damals gesagt, das war wirklich im letzten Jahr, also 2009, für mich die Neuentdeckung, was deutsche Thriller-Autoren angeht. Und natürlich war ich wahnsinnig gespannt drauf, wie wird das zweite Buch des Autors. Das Buch ist jetzt erschienen, es heißt Kalte Stille. Und ich freue mich sehr, dass es gebunden erschienen ist. Wobei ich es natürlich jetzt schade finde, dass es im Bücherregal so aussieht. Ich finde es ja eigentlich immer besser, wenn am besten so alle Bücher gebunden wären. Aber okay, auf jeden Fall freue ich mich sehr, dass Wolf Dorn sich mit seinem ersten Thriller so gut durchsetzen konnte, dass er wirklich so oft gelesen wurde und dass der Verlag jetzt gesagt hat, wir machen ein Hardcover. Ich glaube, das ist immer eine ganz besondere Ehre für einen Autor. Und in diesem Fall muss ich auch sagen, sie ist absolut berechtigt. Ich erzähle euch ganz, ganz, ganz kurz die Story und dann so ein bisschen mehr vielleicht darüber, was ich empfunden habe. Also wie gesagt, ich war erstmal total neugierig und habe zugesehen, dass ich ein paar Stunden am Stück Zeit habe, um dieses Buch zu lesen. Es fängt mit einem Prolog an und da wird ein Unfall beschrieben, in dem ein Mann ums Leben kommt und im ersten Kapitel wird dann von dem Hauptdarsteller des Buches erzählt, der heißt Jan. Und Jan ist der Sohn des verstorbenen Mannes. Der Unfall liegt allerdings 23 Jahre zurück. Und in der Nacht, wo der Vater diesen tödlichen Unfall hatte, ist auch der Junge, der mit in dem Auto war, verschwunden. Der kleine Junge war der Bruder von Jan. Und Jan hat haben diese Ereignisse nie Ruhe gelassen in seinem Leben. Und er möchte jetzt nach 23 Jahren versuchen, aufzuklären, was ist mit seinem Bruder passiert? Lebt er noch? Ist er entführt worden? Also er ist nie aufgetaucht und ist halt ein ganz großes Geheimnis, was ist mit diesem Jungen? Jan selber arbeitet als Psychiater in der Klinik, in der Waldklinik, die übrigens auch in diesem Buch schon vorkam, also in einer Psychiatrie. Und okay, er zieht in die Stadt zurück oder geht halt in sein altes Leben zurück. In die Stadt, ich habe mir hier so ein paar Stichpunkte gemacht, weil ich komme immer ja so mit den Namen durcheinander. Wie heißt denn die Stadt jetzt nochmal? Habe ich jetzt gar nicht hier stehen. Egal, auf jeden Fall geht er in die Stadt zurück und wohnt bei einem alten Nachbarn der Familie. Das ist der Rudolf Marenburg und zieht dort ein. So, ja, und das, also grob die Handlung ist halt jetzt, dass Jan wissen möchte, was ist damals passiert. Das einzige Überbleibsel, was er von seinem Bruder noch hat, ist eine Tonbandaufnahme. Der hatte damals so ein Diktiergerät und da hört man so ein paar Sachen, die gesprochen wurden und irgendwann hört das Gesprochene auf und es folgt nur noch, ja, kalte Stille. Und es passieren ganz viele Dinge. Also Jan wird zum Beispiel Zeuge eines Unfalls, der sich hinterher als Mord herausstellt und er selber lässt sich hypnotisieren, um sich an den Tag zurückdenken zu können, an dem der Unfall war. Ja, ich würde zu viel verraten, wenn ich da jetzt noch mehr erzählen würde. Das ist also die grobe Story. Es geht halt darum, dass Jan wissen will, was ist mit seinem Bruder passiert. Und es passieren ganz viele Dinge drumherum, wo man dann irgendwie immer so meint, also bei mir war es zum Beispiel so, dann wurde dieser Unfall geschildert, wo, also der Unfall jetzt nach 23 Jahren, wo Jan Zeuge wird des Unfalls. Und man denkt dann so, naja, aber was hat das jetzt damit zu tun? Oder es passieren noch andere Dinge, wo man auch denkt, verstehe ich jetzt gar nicht. Und was hat denn diese Person und so? Und ich habe festgestellt, dass ich wirklich beim Lesen immer so einen Film im Kopf hatte. Und ich habe das Buch natürlich ja so in der Mitte vor mir gehalten. Und ich hatte immer das Gefühl, da steht jetzt jemand und da steht jemand und da. Und Wolf Dorn wird es bestimmt irgendwann schaffen, die einzelne Person irgendwie zusammenzukriegen. Weil man hat, oder ich habe mir schon oft die Frage gestellt, naja, aber wie gehören die zusammen? Und es ist Wahnsinn, wie diese Menschen dann eventuell tatsächlich am Ende zusammengehören oder nicht. Und was mir bei diesem Buch passiert ist, das ist mir bis jetzt erst bei einem Thriller passiert, das war damals Splitter von Sebastian Fitzek, da habe ich am Ende geweint, ich war total mitgenommen und normalerweise heule ich bei Thrillern nicht, also das mache ich bei Liebesschmonzetten, aber doch nicht bei Thrillern, nur bei diesem Buch war ich so gefangen, also da gibt es eine Stelle in der Mitte, ich werde euch natürlich nicht erzählen, worum es da geht und was da passiert ist, aber die hat mich so mitgenommen, ich hatte echt das Gefühl, in dem Moment bin ich dieser Jan und ich erlebe diese Dinge, die er da sieht und ich habe so geweint, weil ich das so schrecklich fand, genauso wie auch das Ende. Das Ende ist anders, also es ist, ich würde sogar sagen, diesmal, es ist kein Psychothriller.
Es ist ein Thriller und natürlich hat er ein Ende und natürlich werde ich euch nicht verraten, wie dieses Ende ist, aber das war so heftig. Ich war fix und fertig. Ich habe das Buch im Bett zu Ende gelesen. Es war schon nach Mitternacht. Und hinzu kam eigentlich auch, dass ich, also ich habe dann gesehen, oh, ich habe nur noch so ein paar Seiten. Und gleichzeitig wurde mir klar, ich habe noch die Balkontür auf. Und ich muss gleich, wenn ich dieses Buch zu Ende gelesen habe, mitten in der Nacht durch meine dunkle Wohnung, zur Terrasse und die Balkontür zumachen. Und ich hatte richtig Schiss, weil dieses Buch, wie gesagt, so spannend war. Und ich hatte immer so im Hinterkopf, oh, ich muss da jetzt gleich noch hin. Und habe natürlich das Buch trotzdem zu Ende gelesen, weil ich konnte es nicht aus der Hand legen. Ja, und dann war es zu Ende und ich war so fertig, dass ich wirklich so Rotz und Wasser heulend durch meine Wohnung gegangen bin, habe die Terrassentür zugemacht und habe mich an den Computer gesetzt. Das mache ich oft, wenn mich Bücher sehr mitnehmen, dass ich dann genau in dieser Situation sein muss, um meine Rezension zu schreiben, die schriftliche. Ich hätte natürlich direkt in der Nacht schon das Video gedreht, aber ich glaube, da wäre die Qualität nicht so gut gewesen vom Licht her. Und deswegen konnte ich dann natürlich nur meine schriftliche Rezension wiedergeben. Und ich habe da gesessen und habe das so in meinen Computer eingehämmert und dann immer so dieses typische... ein Geräusch. Nein, das konnte nicht sein. Ich habe mich natürlich immer selber beruhigt. Kossi, da kann keiner sein, es kann keiner hier einbrechen und alles ist easy going. Aber ja, es hat mich so, ne, so mitgenommen, dass ich in diesem Buch echt so gelebt habe, dass ich total Angst hatte. Wirklich. Und ich habe auch in meiner schriftlichen Rezension geschrieben, wenn Trigger das Gold war für den Autor. Also weil für mich war das ja wirklich, wie gesagt, das Buch oder mit die Neuentdeckung des Jahres. Und für mich war dieses Buch Gold wert, was die deutsche Thriller-Ebene so angeht. Und wenn dieses Buch das Gold war, dann ist die kalte Stille das Platin. Ehrlich. Also ich weiß auch nicht, wie Wulf Dorn es schaffen will, jetzt noch dieses Buch zu übertrumpfen. Ich habe keine Ahnung, weil ich glaube, noch mehr Steigerung ist eigentlich fast gar nicht mehr möglich. Und ja, ich freue mich sehr, dass mir dieses Buch auch so gefallen hat, weil, das habe ich euch auch schon mal gesagt, es ist manchmal ja so, dass ein Debütroman total reinhaut und super klasse ist und dass so ein zweiter Roman von dem Autor dann vielleicht nicht mehr so gut ist, aber ich bin mir tausendprozentig sicher, dass Wulf Dorn die gleiche Schiene fahren wird wie der Sebastian Fitzek, wobei man die Bücher jetzt natürlich nicht wirklich vergleichen kann, vom Spannungsbogen her schon, der fängt auf der ersten Seite so an und geht bis zur letzten so weiter, also da ist nichts mit so und so und also das haben die beide natürlich gleich und ich bin mir auch sicher, dass jedes Buch von Wulf Dorn der Hammer werden wird. Also ehrlich, nach dem Buch kann mich jetzt irgendwie gar nichts mehr schocken und ja, ich freue mich wahnsinnig, dass es mir so gut gefallen hat. Hoffe jetzt natürlich auch, dass euch das Buch gefallen wird. Also eigentlich brauche ich für Wulf Dorn gar kein Video mehr machen, weil nach Trigger habt ihr mir ja schon so geschrieben, so viel Mails geschrieben, dass ihr das Buch auch alle klasse fandet. Also wer es noch nicht kennt, sollte es unbedingt lesen. Trigger als Taschenbuch und jetzt die kalte Stille gebunden und es ist echt... Es ist der Hammer, wirklich. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen in meiner Rezension. Wie gesagt, ich wollte euch nicht zu viel von der Geschichte wegnehmen, weil ihr müsst immer diesen Weg selber gehen. So dieses, da könnte was sein und das ist vielleicht komisch und das. Aber wenn ich euch das alles vorwegnehmen würde, dann bräuchte ich das Buch nicht mehr lesen und ich würde euch viel, viel Vergnügen nehmen. Und das will ich natürlich nicht. Seid euch sicher, dieses Buch ist der absolute Hammer und es ist noch besser als Trigger und ich freue mich darüber sehr und bevor ich mich jetzt noch 100 Mal wiederhole, wünsche ich euch einfach viel Spaß. Schreibt mir, wie ihr das Buch findet oder vielleicht schon gefunden habt, wenn ihr es auch schon gelesen habt. Ich freue mich über jede Nachricht und ich bin sehr gespannt drauf und ja, Wulf Dorn wünsche ich natürlich alles Gute. Er wird das Video vielleicht auch sehen, doch ich bin mir sicher, dass er sehen wird und ich wünsche dir ja viel Erfolg mit diesem Buch und den wirst du haben, weil wie gesagt, bevor ich mich jetzt noch 3 Millionen Mal verbessere, lest das Buch, es ist klasse und ich wünsche euch thrilliges Lesevergnügen. Bis zum nächsten Mal, macht's gut. Tschüss.